Hallo und herzlich willkommen zu der Bestrafung vom letzten Mal, ja, weil Toki einfach saumäßig gelackt hat in Hearthstone. Da habe ich jetzt Robot Vacuum Simulator 2013 spielen oder auch der Roboter Staubsauger. Ich mache das Ganze mal mit Webcam, das war zwar nicht wirklich eine Auflage, aber so weit denkt Toki sowieso nicht, von daher denken ist sowieso nur so eine Sache, das kann Toki nur manchmal. Deswegen spiele ich jetzt diesen Bullshit, ja, weil er einfach nur hart gelackt hat. Auf der Webseite, das Spiel ist erstmal kostenlos, ja, kann sich jeder runterladen, der Download-Link wird dann wieder in der Beschreibung sein. Und ich guck mal gerade die Features von diesem super genialen, krassen Spiel. Und zu einmal, dass es the most realistic Robot Vacuum Simulator ist, ja. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch irgendeinen Roboter-Staubsauger-Simulator gibt. Ich glaube es nicht. Ich hoffe es nicht. Eine unglaubliche Einzelspieler-Simulation. Das werden wir gleich erleben. Ich bin noch nicht wirklich überzeugt. Man kann sich mit einem Freund duellieren, wie auch immer das aussehen soll. Mach mal Roboter-Fights. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Ich glaube nicht, dass man Toki zu dem Spiel hinreißen lassen kann. Würde mich wundern. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Eine offene Spielwelt, da bin ich ja mal noch fast am meisten drauf gespannt. Fantastische Musik. Das Hauptmenü hat schon mal gar keine Musik. Das ist auch wieder sehr gut. Also von der fantastischen Musik höre ich noch gar nichts. Und es gibt ein Hauptmenü. Ja, das ist auch unter Features aufgezählt. Denn das kann man ja nicht voraussetzen, dass ein Spiel ein Hauptmenü hat. Mich würde ja schon fast echt nur interessieren. Kann man Credits drücken? Kann man sogar echt. Stell mir fest, das Spiel ist von einem Menschen gemacht. Sebastian Rüth. Red. Monkshead. Ne, da ist noch ein anderer. Lead Pepsi Drink. Übrigens, wenn das die fantastische Musik sein soll, dann verzichte ich lieber. Hallo? Okay, es ist doch nicht eine Einzelproduktion. Bonnie and the Buckets. Also wenn die Musik scheiße ist, dürfte ich bei Bonnie and the Buckets beschweren. Ne, all music performed by... Achso, ist das jetzt hier die Band, die da gerade aufgezeigt wurde? Und ich muss da eine halbe Stunde Video draus machen, ja? Ich muss jetzt eine halbe Stunde lang Staubsauger spielen. Das heißt, die Credits, das gehört schon zum Spiel. Thank you for playing. Danke. Wir werden uns die Credits am Ende anschauen. Damn it. So wie man das eigentlich auch macht. Ja. Thank you for playing. Passiert jetzt irgendwas noch? Hallo? Hallo? Ah. Wir sind wieder am Hauptmenü. Ne, wie schön. Campaign. Das ist übrigens die fantastische Musik und wir sind ein Staubsauger. Ein Roboter-Staubsauger. Ups. Also in der Steuerung stand, dass ich springen kann mit Leertaste. Da hat sich aber was mit Springen mit Leertaste, nix kann ich. Und dass ich schießen kann mit den Maustasten. Und ist das jetzt eigentlich weg? Boah, Alter. Wendekreis. Ja, ich hab Staub weggemacht. Das ist das Spiel. Ich spiele auch nur mit einer Hand. WASD. Oder, Musik wird peppiger. Guck mal, da hat einer
in seinem Wohnzimmer, ne? Ich kann die Kamera nicht drehen, hier dran nicht. Das heißt, wir drehen mal wieder, wir fahren ein bisschen zurück. Wenn er zurückfährt, ist der mal schneller, als wenn er vorwärts fährt, Hammer. Da hat einer den Eiffelturm mehr oder weniger im Zimmer stehen, ne? Dieses Spiel sieht scheiße aus. Guck mal, es hat eine Kollisionsabfrage. Ich kann nicht durch Gegenstände fahren. Ich bin überrascht. Kann ich durch die Tür? Ich bin ein Roboter, ich will hier raus. Jetzt mal ganz ohne Spaß, wie soll ich daraus ein halbe Stunde Video machen? Das war ja mit My Boyfriend, das war ja noch fröhlich. Da hattest du wenigstens ein Spielziel und was zu tun. Oder ist mein Spielziel jetzt alle bösen Staubflocken zu zerstören? Na gut, na, jetzt muss man fair sein, das wird von einem einzigen Menschen. Nein, man muss nicht fair sein, das ist Spielscheiße. Jetzt fragen wir uns, ist das ein Fenster oder ist das ein Bild? Es könnte sowohl als auch sein. Wenn es ein Bild ist, ist es wunderschön. Kunst. Also ich kann es keinem verübeln, der jetzt schon abschaltet, weil... Ich weiß nicht, es ist spannend, das Spiel. Könnte ich eigentlich auch irgendwie irgendwas auf die B-Taste geben und dann... Nee, scheiße. Ich bräuchte irgendwie so einen Beschwerer, der genau die Größe einer Taste hat. Yay! Achievement unlocked, das Wohnzimmer ist sauber. Fahren wir mal weiter hinaus in diese offene Welt, in diese offene Spielwelt voller Möglichkeiten und Freiheiten. Gibt es eigentlich keinen zweiten Gang mehr? Ich kann die Kamera nicht wechseln. Kann, oh. Man merkt, dass man über so einen Übergang fährt. Leck mir am Arsch. Ja, schon nicht erwartet. Oh, Alter, Mann. Ich bin ja eigentlich kein Mensch. Es gibt ganz viele Menschen, die Kanten flimmern. Sofort und überall erkennen und auch hier bei den neueren Spielen, weißt du, und insbesondere auf Konsole und so. Aber ich bin eigentlich ein Mensch, der kann da ganz gut drüber gucken und sieht das dann nicht. Aber hier, Halleluja. Das ist die Definition von Kantenflimmern. Das sind absoluten AAA-Titel, ja. Fantastische Musik, wo bist du hin? Oh ja, genau das gleiche Bild. Das klingt auch in diesem Haus, in diesem Fenster. Das Spiel macht mich schon kaputt im Kopf einfach. Das gleiche Bild hängt natürlich auch in diesem Raum. La, es ist das spannende Spiel der Welt. Und ich muss zurücksetzen. Und dann sehe ich, tada, der Boden ist sauber. Aber das ist jetzt hier nur ein Zimmer und da geht es nicht weiter. Ich frage mich, ob man wirklich, wenn man alle diese Dinge eingesammelt hat, ob dann die Credits kommen. Weil wenn dann die Credits... Oh, gehobener Schwierigkeitsgrad. Können nicht überall durchfahren. Oder passen wir ganz genau durch. Oho! Challenge accepted! Ich fühle mich herausgefordert. Wir fahren ein bisschen Slalom unter dem Tisch. Sehen so eigentlich. Also es gibt ja wirklich so Roboter, Staubsauger-Dinger, die dann durchs Haus fahren und planlos da versuchen Staub zu suchen. Aber ich weiß nicht, ob das planlos ist. Ich habe so ein Ding noch nie selber gesehen, benutzt. Und es gibt ja mal diese coolen Videos, wenn Katzen sich da draufsetzen und dann fahren lassen. Das ist ganz lustig. Allerdings ist hier weder eine Katze, noch ist das lustig. Das ist einfach nur stinkend langweilig. So, auf ins Badezimmer. Wir machen sie alle platt.
Der Staub sieht über uns hart wie so, weiß ich nicht. Ich bin kein Mensch, der Chemie gut versteht, aber der wie so Molekül oder so. Werden gar die Moleküle nicht so für die so Nachrichten und so, wenn es mal irgendwas um Moleküle geht, so dargestellt. Ich glaube schon. Geht es unter die Dusche. Mit dem Duschvorhang von vor 50 Jahren. Das Problem ist, wenn Toki das Spiel gespielt hätte, der wäre wahrscheinlich nach 10 Minuten, wären ihm keine Worte mehr eingefallen. Meinen, sind 10 Minuten überhaupt schon um? Ich hoffe, dass 10 Minuten schon um sind. Boah, leck mir am Arsch. Also Simulatoren sind ja immer ziemlich bescheiden, ne? Aber naja, weil die Steuerung oder die Kamera kacke ist. Hier gibt es einfach keine Kamera. Die Kunst ist auch so unheimlich unfassbar gut in jedem Raum. Das ist mehr oder weniger das Highlight der Räume. Hab ich ernsthaft nochmal angelesen? Hoffentlich ist das Spiel einfach vorbei und die Credits kommen rollen gleich nochmal durch, wenn ich alle Staubdinger eingesammelt habe. Weil das würde nämlich dann heißen, dass das Video vorbei ist, weil ich kann ja nicht mehr aus dem Spiel machen, als im Spiel drin ist. Logischerweise. So, jetzt gar nicht. Das war das Spiel. Grandios. Übrigens, ne? Die offene Spielwelt. Gehen wir doch nochmal die Features durch. Der realistischste Roboter-Staubsauger-Simulator. Vielleicht. Wahrscheinlich, weil es überhaupt keinen anderen gibt. Unglaubliche Einzelspieler-Simulation. Ja, nee. Eine offene Spielwelt. Nee. Fantastische Musik. Es mag Menschen geben, die finden diese Musik fantastisch. Ich gehöre nicht dazu. Es gibt ein Hauptmenü. Ja, Pluspunkt an dieses Spiel. Es gibt ein Hauptmenü. Deswegen kriegt das Spiel vielleicht eine 5-. Ich guck glaube ich gleich nochmal, weil das war bestimmt noch keine halbe Stunde. Ich guck gleich nochmal in den fantastischen Zweispieler-Modus rein. Gucken, ob der irgendwas hergibt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht es ja nur darum, wer schneller mehr eingesammelt hat oder so. Kann ich das hier nicht irgendwie überspringen? Nein. Das Spiel hat sowieso nur WASD als Steuerung einprogrammiert. Mehr ist da nicht. Aber in der Steuerung stand, dass man auch schießen kann. Mit den Maustasten nämlich. Vielleicht im Zweispielermodus. Vielleicht ist das Spiel voll gut im Zweispielermodus. Who knows? Duell. Es ist Zeit für ein Duell. Nein, es ist die Pilze zu. Blue Score, Red Score. Wie steuere ich den? Jawohl, jetzt. Mit den. Ja. Geile Scheiße. Mit den Pfeiltasten steuert man den einen und mit WASD den anderen. Wo ist denn der andere? Da. Crash! Do you feel the action tonight? Und theoretisch hätte ich das eben im Duel-Modus gespielt, dann wäre ich doppelt so schnell durch gewesen durch das Spiel, weil ich hätte ja. Damn, hätte ich das vorher gewusst. Oh Gott. Ja, sorry, ich kann euch leider keine halbe Stunde Video draus machen. Weil das einfach keine halbe Stunde Content hat, das Spiel. I'm too sorry.
wohl die Bestrafung? Preisspiel. Ich meine, es ist kostenlos, ne? Jeder kann mal reingucken. Wenn ihr meint, es gibt Freunde oder ihr habt einen Freund, mit dem es voll viel Spaß macht, sich zu betteln, wer schneller mehr Staub einsammeln kann, dann ist das euer Spiel hier. Ich packe da ein. Packen wir beide wieder ein und dann ist das so. Nö, 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 nö. Da sieht man den Rückwärtsgang. Ich würde richtig. Kann ich auf den anderen gucken? Na komm, wo ist denn hier dieses. Hallo? Ah, hier. Da-bam, wieder eingeparkt. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim nächsten Battle. Dann wird Tokio aufs Maul kriegen, so wie sich das gehört. Damit er so eine Scheiße spielen kann. Bis dann. Ciao.